بسم الله وابن الروح القدس إله واحد آمين. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ein Gott, Amen. ناخد النهارده حاجة تفرح شوية. Wir nehmen heute ein erfreuliches Thema. ناخد حاجة تشجعنا. Wir nehmen ein ermutiges Thema im Dienst. مشجعات الخدمة اللي ربنا بيبعتها لنا. Wir betrachten die die ermutigenden Aspekte im Dienst. Heilige Paulus in seinem Brief an die Korinther sagte, und er hat mir zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und bitte spricht das richtig aus, denn jeder spricht das anders aus. Also auf Arabisch wird es richtig gesprochen, tukmel. Also es wird vollkommen oder es wird perfekt. واللام عليها ضمة فتبقى تكمل وهنشوف ايه الفرق بين تكمل وتكمل. Und es gibt einen großen Unterschied in der arabischen Aussprache. Das wird leider sehr oft falsch ausgesprochen und hat dann eine andere Bedeutung. Aber Gott meint hier eine bestimmte Sache und das ist sehr wichtig. Und steht, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten und Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten und an Christus Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In diesem Abschnitt gibt es ein Wort, das sich sehr oft wiederholt. Schwach. Und zwar schwach. Und ich glaube, sehr oft fühlen wir uns, dass wir schwach sind. Zwar in unser Wissensstand oder in der geistlichen oder in den Gaben oder wir haben Schwachheit gegenüber der Sünde oder schwach gegenüber die ganzen Sachen in der Welt, die uns unterziehen, von Atheismus, von vielen Gedanken. Und wir haben das Gefühl, wir können ja nicht alles widerstehen und nicht alles bekämpfen. Und wir sind schwach auch in unserem Dienst. Gott sagt zu uns hier in diesem Abschnitt, er will uns ermutigen und sagt, auch wenn ihr schwach seid, egal welche Art von dieser Schwachheit, Sünde oder was auch immer, oder keine Tugenden, kein Wissen, keine Weisheit, egal jetzt was für eine Schwachheit, sagt, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen werden. Meine Gnade soll dir genügen. Wir, die in dem Feld Gottes arbeiten, und die Gnade Gottes genügt uns, damit wir alles widerstehen können, was wir was uns alles konfrontiert. Denn es steht weiter, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wir verstehen alles, dass die
Also wenn wir das richtig aussprechen, dann verstehen wir auch, welchen Bedeutung das hat. Es ist nicht so, dass Gott meine Schwachheit vollkommen macht. Nein, das ist andersrum. Die Kraft Gottes, die unermessliche Kraft Gottes, braucht meine Schwachheit. Weil wenn der Mensch nicht seine Schwachheit bewusst ist, kann die Kraft Gottes nicht wirksam werden. Und deshalb ist diese Schwachheit sehr wichtig im Dienst. Und dass ich nicht würdig bin, den Dienst Gottes zu machen. Oder ich versage auf der ganzen Linie. قبل ما يبتدي القداس على طول طبعا يعني ما بتسمعوهاش لكن هي صلاة سرية كده الكاهن يصلي Es gibt viele Gebete, die der Priester أنا الغير مفلح betet خدامك يعني أنا اللي إيه und sagt مش فالح der Priester sagt ein Gebet قبل ما يبتدي bevor er überhaupt den Gottesdienst anfängt لازم يعترف قدام ربنا إن أنا sagt vor Gott, dass ich ein Schwacher bin und ein Versager bin. Und er beichtet dieses Versagen vor Gott. Und deshalb meine Schwachheit wird in der Kraft Gottes vollkommen. Und wenn meine Schwachheit macht die Kraft Gottes vollkommen, und deshalb, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen. Also diese Schwachheiten, die ich nicht annehmen möchte oder akzeptieren, oder ich sage, das ist nicht gut für den Dienst. Aber nein, der heilige Paulus freut sich vielmehr über diese Schwachheiten, damit die Kraft Gottes Christus in mir wohne. Denn Christus wird nicht in jemandem arbeiten, der das Gefühl hat, er hat das Golf vom Wissen. Oder dass ich sehr gut bin. Also, wenn jemand von sich aus denkt, er sei gut und er kennt alles, dann wird Gott nicht in ihm wirken. Aber wir rühmen uns unserer Schwachheit. Und darum habe ich wohl gefallen an den Schwachheiten. Und alles, was die mir Böses antun. Aber alles um des Christus Willens. حاضر حاجة دلوقتي هقول ما بين الضعفات اللي مقبولة والضعفات اللي مرفوضة فبيقول Und hier sagt er weiterhin, für Christus werde ich das alles annehmen, weil wenn ich schwach bin, in diesem Zeitpunkt bin ich stark. Wenn ich mich schwach fühle, bin ich dann stark, weil Christus in mir arbeitet. ايه الفرق ما بين الضعفات هو يعني خلاص بقى اذا كانت الضعفات Was sind die Schwachheiten? Wie definieren wir die Schwachheiten? Also wenn das eine gute Sache ist, dann lass uns in unserem Sünde leben. او عنده عيب معين يعني ممكن الضعف ده يكون العند اللي عندي Weil diese Schwachheit kann auch was Schlechtes sein. Die sehr stur sind oder die sehr zornig sind. Das ist alles natürlich nicht gut. Oder ich kann niemals ein Wort von jemandem akzeptieren, der mich beleidigen würde. Sehr oft auch als Diener. Sehr oft hören wir dem Teufel zu. اخدها واقلبها بقى في عقلي هو قصدهم ايه بيقولوا كده ليه وعشان ايه هم عايزين يهنوني هم بيجرحوني هم und sehr oft nehme ich dieses Wort und denke daran und dann عمال يعمل
Und der Teufel bringt in uns diese schlechte Wörter oder diese schlechte Gedanken. Aber was meint der heilige Paulus mit dieser Schwachheiten? Meint er diese Sünden, dass du ein schlechter Mensch bist? Was ist der Unterschied zwischen die Schwachheiten, die akzeptabel sind, und die nicht annehmbar sind, die nicht akzeptabel sind? Der Moses hatte zwei verschiedene Art Schwachheiten. Die erste Art war, dass er nicht gut sprechen kann, dass er nicht gut reden konnte. Und Gott sagte, das ist kein Problem. Ich werde dein Mund sein. Aber Moses hatte auch noch eine andere Schwachheit. Er war sehr implosiv. Er sah, als der Ägypter den Israeliten geschlagen hat, dann hat er den Ägypter umgebracht. Er war sehr implosiv. Am nächsten Tag wollte er was machen zwischen zwei Israeliten, haben ihn verlassen. Ja, die erste Schwachheit ist eine akzeptable Schwachheit, das ist kein Problem. Da kannst du nichts dran ändern. Aber die zweite Schwachheit, dass du sehr implosiv und sehr aggressiv bist, das kann ich nicht annehmen. Das musst du ablegen. Bist du in einem sehr sanften Moses wird. Er musste ein Volk führen, der sehr schwierig war. Und dieses Volk hat Moses nochmal geformt. Jemand wie Jeremia. Gott sagte zu ihm, komm und arbeite mit mir. Er sagte, nein, ich will nicht, ich bin noch zu jung. Und Gott sagte zu ihm, nee, sag nicht, dass du ein Junge bist, ein kleiner Junge bist, ein Jüngling bist. بعدين أرمية كده دخل شوية فعلاقات مع ربنا وابتدى يعمل وبعدين الوضع مش عاجبه فقال ربنا ما تعمل حاجة بقى يعني هد الدنيا وريهم أدبهم ربنا als er Leute gesehen hat, die gesündet لا تطلب لنفسك أمور عالية لما ابتدى أرمية يحس بإيه und als Jeremia gesehen hat, dass er gut war, sagte Gott zu ihm, nein, verlange nicht Sachen, die dir nicht zugehören oder dir nicht zustehen. Du bist noch klein. Eine dritte Person wie Abraham. Er war ein sehr einfacher Mensch. Jemand, er hat über sich gesprochen, dass jemand, der den Weg nicht kann und der schwach ist, der verloren ist. Aber trotzdem hat Gott ihn gerufen. Aber als er zweimal gelogen hat und er gesagt hat, dass seine Frau Sarah seine Schwester wäre, hat Gott ihn noch behandelt. Also es gibt eine Schwachheit, die von Gott akzeptiert wird und Gott kann damit arbeiten, aber es gibt Schwachheiten in uns, die nicht akzeptabel sind und Gott muss das erst behandeln, damit er mit uns arbeiten kann. Also Zacchaeus hatte auch zwei verschiedene Art Schwachheiten. Zum einen war er klein, das ist kein Problem, aber zweitens hat er noch sein Geld geliebt. Oder das Geld geliebt. Und das hatte Gott nicht annehmen und deshalb musste er das behandeln. Also es gibt akzeptable Schwachheiten im Leben des Dieners. Das ist kein Problem, wo der Diener das Gefühl hat, dass er schwach ist und ohne Gott nichts machen kann.
Aber es gibt noch eine andere Schwachheit, die verbunden ist mit einer Sünde. Das müssen wir behandeln. Und ich kann nicht sagen, ich habe Wohlgefallen an diesen Schwachheiten, weil das sind Sünden. Wir müssen daran arbeiten und das behandeln und verändern. Und Gott hilft uns, diese Schwachheiten zu verändern und abzulegen. Denn es ist nicht leicht. Ich kann mich nicht selbst verändern. Die Gnade Gottes muss in mir arbeiten. Es gibt einen Unterschied zwischen den akzeptablen Schwachheiten in mir, wo Gott mir sagt, meine Gnade reicht dir oder genügt dir. Und es gibt noch eine andere Schwachheit, das ist eher eine Sünde und das muss ich verändern. Das kann sehr verschiedene Arten von Sünden sein. Wie erfahre ich die Schwachheiten oder wie unterscheide ich die zwischen den Schwachheiten, die ich verändern soll, und die Schwachheiten, die Gott damit arbeiten kann? Was sind die nicht annehmbare oder nicht akzeptierbare Schwachheiten? Zuerstens, das sind Schwachheiten, die mit einer Sünde verbunden sind. Was ist mit einem Selbstwertgefühl, das gering ist? Ist das eine Schwachheit oder eine Sünde? Das ist ein niedriges Selbstwertgefühl. Nein, das ist eine Sünde. Das ist wie Hochmut, aber andersrum. Weil ein Selbstwertgefühl, ein kleines Selbstwertgefühl, das ist, man hat das Gefühl, dass man nicht gut behandelt wird von den Menschen und man konzentriert sich auf sich selbst. Das ist eine andere Art von Hochmut. Oder zum Beispiel, ich bin stur. Das hat auch was mit einer Sünde zu tun. Oder ich kann meine Zunge nicht im Zaun halten und beleidige viele Menschen. Also meine Zunge muss behandelt werden. Also das ist eine Sünde, muss behandelt werden. Ich habe viele Begierde. Dann muss ich mich behandeln und muss sich selbst kontrollieren. Also die meisten Schwachheiten, die nicht akzeptabel sind, sind Schwachheiten, die ich in meiner Jugend bekommen habe. Meine Freunde, meine Eltern. Und das sind alles Sachen, die ich erfahren habe, bekommen habe, während meiner Erziehung. Und wie ich das bekommen habe, kann ich das auch ablegen, wenn ich mich dann konzentriere und daran arbeite. Das kann ich ablegen, das kann ich wegmachen. Es braucht viele Mühen und Kampf, ja, aber man kann das, wenn Gott in mir wirkt, kann ich das ablegen. Petrus war auch sehr impulsiv, aber Petrus nahm ihn und hat ihn dann gezügelt. Also Gott arbeitet mit den Schwachheiten. Wer das Buch Richter liest, und bemerkt, also zum Beispiel einer der Richter, ein Mann, der hieß Shamgara, das war ein Richter. Und er hatte nichts außer eine Art Stück Eisen. Und das war seine einzige Waffe. Und Gott hat immer mit diesen schwachen Menschen gearbeitet. Und es gab noch einen anderen Richter, der war Linkshändler. Gott hat auch mit ihm gearbeitet. Gideon, Gott hat auch mit ihm gearbeitet, auch wenn er klein und schwach war.
مرفوض اللي راحت منه البركة. قال له معلش هشتغل بيك. Auch wenn du schwach bist, dann ich kann auch trotzdem mit dir arbeiten und was Großes aus dir machen. Oder Großes mit dir bewirken. Also die Schwachheiten, die nicht akzeptabel sind, sind Schwachheiten, die mit einer Sünde verbunden sind. Und Gott kann damit nicht arbeiten. Aber bevor wir über die Veränderung reden, muss ich erstmal wissen, was mein Standpunkt gegenüber diesen Schwachheiten ist. Es kann eins der vier Sachen, die da stehen. Erstens, man gibt auf. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch oder jemand, der schlecht ist. Nimmt mich bitte so an oder ich will mich nicht verändern. Also ich gebe auf für diese Sünde, die in mir ist. Oder ich bin ein Egoist. Bitte nimmt mich so an, wie ich bin. Ich möchte so dienen, wie ich will. Ich will mich nicht verändern. Also das heißt, ich gebe auf und will nicht an meine Schwachheiten arbeiten. Oder man kann auch, Nummer zwei, ja, ich weiß, dass ich eine Schwachheit habe, aber ich versuche mich recht zu fertigen. Also ich wurde aufgeregt, aber die waren dann schuld. Ich habe das und dies gemacht, weil die anderen dran schuld sind. Alles, was gemacht wird, ich habe dafür einen Grund. Ich rechtfertige das Falsche, was ich mache. Und deshalb wird dieser Mensch nie sich bessern können. Und als drittes, man verneint das oder man sagt, das stimmt gar nicht. Aber man kann sagen, ich bin besser als die anderen. Der Mensch flieht immer vor seiner Schwachheit. Also man kann diese drei Sachen oder vier Sachen machen. Und viertens man gibt dann auf. Oder man verfällt in Zweifel und Versagen. Und man sagt, aus mir wird nichts, ich kann mich nicht verändern. Und lass mich einfach und ich werde mich nicht verändern. Das kann nicht sein, weil die Grundlage des Dienstes ist nicht richtig. Was ist jetzt mein Standpunkt zu diesen Sünden? Was mache ich dann? Oder was soll ich machen? Wie ist die Behandlung? Wie kann ich diese Schwachheiten behandeln? Erstens, ich muss es wissen, ich muss das benennen. Wie soll ich wissen, dass ich eine Schwachheit habe? Wenn der Mensch sich hinsetzt und anfängt, das zu analysieren. Und deshalb ist eine stille Zeit, Quiet Time, sehr wichtig in dem Leben des Christens und des Dieners. Als der verlorene Sohn das gemacht hat und sich hingesetzt hat, zu sich gekehrt hat, konnte er geheilt werden. Als zweitens in der Behandlung sind die Menschen. Was sagen die Menschen über mir? Was sagen die Leute über mich? Vielleicht bin ich in der Kirche, gebe ein Bild her, das falsch ist.
لاني ما بقدرش اغير القناع او افضل لابس القناع ده على طول في البيت الواحد weil zu Hause kann ich zum Beispiel ein sehr schlechter Mensch bin. In der Kirche bin ich ein guter Mensch. Aber das stimmt nicht. Ich muss mich verändern. لكن لما تلاقي 3 4 5 6 10 بيقولوا لك نفس الكلام خد بالك انت بتعمل كذا also wenn viele Leute mir sagen zu mir sagen pass auf du machst dieses Fehler oder diesen Fehler dann muss ich mich untersuchen dann muss ich mich wissen ob das wirklich richtig ist ايه الخطايا المتكرره ich muss auch untersuchen was sind die Fehler die sich immer wiederholen, die ich begehe. Es gibt Leute, die machen immer Fehler, immer die gleichen Fehler. Es gibt Leute, die zum Beispiel in der Beichte immer das Gleiche sagen. Die sagen einfach immer nur die gleichen Sünden. Also wenn ich merke, dass sich diese Sünden immer wieder wiederholt, sich wiederholen, dann stimmt was nicht in meinem Leben und ich muss was unternehmen. Also der erste Schritt für die Behandlung muss ich das wissen. Ich muss das wissen, was ist diese Schwachheit in mir? Was ist Nummer 2? Nummer 2? Mach nicht. Verzage nicht. Aber es gibt einen wichtigen Schritt. Als zweiten Schritt musst du an der Gnade festhalten. Denn meine Schwachheit wird vollkommen in der Wir müssen wissen, Nummer 2 ist meine Gnade. Meine Gnade genügt dir. Also Nummer 2, halte an der Gnade fest. Was heißt an der Gnade festhalten? Das heißt, man muss beten und sagen, Gott, ich komme zu dir mit meiner Schwachheit, aber nimm mich an und behandle mich und mach mich neu. نظرتي للآخرين تملي فيها إدانة ونميمة ich mach immer diese Sünden. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe ein Mensch mit Begierde. Aber ich komme Gott zu dir und hilf mir. Sei mir gnädig. Das ist das, dass ich an der Gnade festhalte. Ich kann auch an der Gnade festhalten in dem Gebet, in dem Wort Gottes, das mich stärkt. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass das Wort Gottes ist das, was mein Leben, mein geistliches Leben, die Richtigkeit gibt. Also das Wort Gottes erlaubt mir, in den Gnade Gottes festzuhalten. Und als drittes die Kommunion. Das ist, dass ich eins werde mit Christus. Und die Gnade Gottes und die Kraft Gottes erfüllt mich. Also erstens muss ich das wissen, zum Beispiel aus Selbstuntersuchung, aus das, was die Leute mir sagen, aus den vielen Sünden. Nummer 2, zweiter Schritt in der Behandlung ist an der Gnade festhalten, in dem Gebet, sein Wort, in der Kommunion. Nummer 3, ich muss was unternehmen, ich muss was machen. لازم أعمل شيء
Ich muss was machen, damit ich mich verändere. Es reicht nicht einfach, das Gott zu sagen. Und ja, ich habe das Gott gesagt, wenn er das mich unter mich verändern möchte, dann soll er das machen. Aber Gott wird es nicht machen, wenn nicht er eine Ernsthaftigkeit in meinem Leben sieht. Und wenn mein Leben voll, wenn ich sage, mein Leben ist voll von Schwachheiten, das ist natürlich richtig, aber ich soll mich erstmal auf eine Schwachheit konzentrieren und mich diese Schwachheit erstmal annehmen und daran arbeiten. Wenn ich zum Beispiel jemand, der anderen Leuten richten, dann muss ich aufpassen und mein Zunge und meine Gedanken kontrollieren kann. Und muss aufpassen. Und muss aufpassen. Also wenn ich zum Beispiel, es gibt Leute, ich muss dann mit Leuten, ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit dem rede, der mir ermutigt, über andere Leute zu reden. Wenn das der Fall ist, dann muss ich wachsam sein und das unterbinden. Also nimm am besten eine Schwachheit oder eine Sünde in dir und fange an, daran zu arbeiten. Und du musst das ernsthaft meinen. Zum Beispiel in dem Beten. Ich mache alles. Aber dass ich Gott sage, komm bitte Gott und verändere mich. Heile diese Krankheit. Es gibt Sachen, die wir als Indikator nehmen. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich an einem Tag 20 Mal sündige, dann muss ich das zählen. Bei dieser einen bestimmten Sünde muss ich zählen, wie oft ich diese Sünde begangen habe an einem Tag. Und wenn ich das Tag für Tag mache und sehe, dass die Anzahl weniger wird, das ermutigt mich, weiterzumachen. Vielleicht kann man nicht auf einmal mit einer Sünde aufhören, aber wenn es die Entwicklung in der richtigen Richtung geht, das ist eine Sache, die mich ermutigt. Es gibt eine Geschichte über einen Studenten. Jedes Mal geht er in die Prüfung und bekommt eine Null. Und was ihn ermutigt hat, auch wenn er durchgefallen ist, aber er ist immer durchgefallen, aber seine Anzahl der Fehler ist immer weniger geworden. Und das ermutigt ihn. Also das kann auch für mich so sein, dass ich auch, wenn ich durchgefallen bin, aber die Anzahl der Sünden wird weniger. Oder andersrum. Oder andersrum. Ich kann auch die Anzahl, siegen. Ich kann mal die Anzahl der Siege, die ich erlangt habe.
Es gibt einen Priester, der über einen Jugendlichen erzählt, der abhängig war von den Filmen, pornografischen Filmen. ربنا ادى الاب اعترافه حكمه كده قال له طيب ايه رايك نجرب حاجه تاني und er wollte aufgeben. انا مش عايزك تيجي تقول لي انت كم مره اتفرجت انا المره الجايه عايزك تيجي تقول لي اطول فتره قعدتها من غير und ما تتفرج. Sein Beichtvater sagte zu ihm nächstes Mal sag mal wie oft oder welche Zeit du ohne Sünde, ohne diese Filme geblieben bist. Zum ersten Mal sagt er 5 Tage und dann ist die Zeitspanne ist mehr und mehr geworden. 5 Tage, paar Wochen und dann paar Monate, bis er die Sünde aufgeben konnte. Also nicht, es hat nicht gesagt, wie oft er die Sachen gebeichtet, wie oft er diese Filme geguckt hat, aber es hat ihn ermutigt zu zählen, wie oft er ohne diese Sünde geblieben ist. Weil Gott wird mir das zählen, wie oft ich von der Sünde aufgestanden bin. Das ist wichtiger. Also nicht wichtig, wie oft ich gefallen bin, aber wichtiger ist, wie oft ich aus diesen Sünden aufgestanden bin. Viertens, Nummer 4 ist, ich muss dieses Gefühl der des Aufgebens nicht annehmen oder ablehnen. Ich muss das Aufgeben ablehnen. Denn der Teufel möchte mich von Gott trennen. Er möchte mich zu dem Punkt hinzuführen, dass ich von Gott getrennt werde. Und das hat er zum Beispiel bei Judas geschafft. Aber wenn ich wachsam bin, dann komme ich nicht zu diesem Punkt. Denn der Teufel möchte gerne, dass ich zu diesem Punkt gelange, dass ich sage, es hat keinen Sinn mehr, ich gebe auf, ich gebe meinen Dienst auf und so weiter. Aber der Mensch muss sagen, nein, ich mache weiter und nichts wird mich von Christus trennen. Und das Blut Christi wird mich reinigen und heilen. Nummer 5, das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Behandlung meiner Schwachheiten. Ich muss erfahren, das Wirken Gottes in mir und durch mir. Denn trotz dieser Sünden, die ich begehe, aber trotzdem arbeitet Gott in mir und durch mich. Und deshalb muss man aufpassen, wenn jemand eine gute Sache im Dienst macht, muss ich wissen, dass Gott in mir gearbeitet hat. Und nicht, weil ich gut bin, aber weil Gott in mir arbeitet. Und deshalb, Gott arbeitet immer noch in mir und durch mich in dem Dienst, trotz meiner vielen Sünden und meiner vielen Schwachheiten und meiner Bosheiten. Weil ich geliebt bin, weil Gott mich liebt und mich annimmt. Also gebt nicht auf.
انه ممكن يكون الواحد اصلا ما اشتغلش على Und sehr, sehr oft ist es so, dass der Mensch nicht unbedingt an diese Schwachheiten gearbeitet hat, aber dadurch, dass er sich mehr im Dienst konzentriert hat und mehr an das Wort Gottes sich konzentriert, gehen diese Schwachheiten von alleine weg. Also indem man sich an Gott mehr konzentriert, gehen viele Sünden von alleine weg. Aber wer es gemacht hat, ich habe nichts gemacht, aber die Gnade Gottes kann auch diese Sünden wegnehmen. Wie Gott mich ermutigt hat, dass, und er in mir und durch mich gewirkt hat, Gott kann auch diese Schwachheiten wegnehmen, wenn er sieht, dass ich beschäftigt bin in seinem Dienst und in dem Gebet. Gott kann diese Sünden und Schwachheiten wegnehmen. Gott hier ermutigt uns. Also Gott ermutigt uns und sagt, dass seine Gnade uns genügt. In Jesaja Kapitel 41 spricht Gott zu uns: Du aber Israel, mein Knecht. Jeder soll das Wort Israel rausnehmen und seinen Namen stattdessen reintun. Jakob, mein Auserwählter, du Same aus Abraham, meines Freundes. Denn ich den Enden der Erde ergriffen. Wir waren unserem Leben sehr weit weg von Gott, aber Gott hat uns geholt zu ihm. Wir waren sehr weit weg von ihm. Aber er hat uns geholt. Ich habe dich gerufen und sagte zu dir: Du bist mein Knecht. Du bist mein Knecht. Ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Weil sehr oft, das ist wichtig, weil sehr oft der Teufel kommt und sagt: Gott nimmt deinen Dienst nicht an. Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gott sagt uns: hab keine Angst, fürchte euch nicht. كلمة ربنا مشغولين بأعمالهم ومشغولين بمزاجهم والإباحية والشهوانية والعقلانية in der Welt, was uns von Gott abhält und uns von Gott fern macht. Gott sagt und sagt: Nein, fürchte dich nicht. Aber خليك مركز معايا. Ich helfe dir, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Die rechte Hand, das heißt die Stärke Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes, das kommt auf uns, um uns zu decken. Sie beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Zum Beispiel der Teufel und alle, was mit ihm sind, werden wir nichts. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Also die werden wir nichts. Aber warum? Weil du stark bist? Nein, weil ich bei dir bin. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wir nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führten. Alles ist weg, weil ich mit Gott bin und mit Gott stehe, geht alles, alle meine Schwachheiten weg. Und weiterhin steht: Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Nicht, weil du es verdienst. Und sagt weiterhin: So fürchte dich nicht,
du Würmlein Jakob. Würmlein, das heißt, das ist nichts, also bedeutungslos. Die kann nichts widerstehen. Ich bin wie ein Wurm. In meiner Schwachheit wie ein Wurm. Alles wird mich besiegen. Aber so sagt Gott, so fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob. Ich helfe dir, spricht der Herr. Ich bin bei dir, ich helfe dir, ich helfe, ermutige dich. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Fürchte dich nicht. Ich trage alle deine Sünden. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharfschneidenden Dreschwagen. Also dieses Würmlein war ein Dreschwagen. Wo hat er diese Kraft herbekommen? Wo hat er auf einmal diese neue Kraft? Und du wirst die Berge zerdreschen und zermahnen die Hügel der Spreen gleichermaßen. Also dieses kleine Würmlein, der nichts bedeutend ist, wird so viel Kraft haben. Woher bekommt man diese Kraft? Nicht von dir, aber von Gott. Du wirst sie werfen und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Alles Großes vor mir wird nichts, das ist, wird bedeutungslos sein. Aber du wirst fröhlich sein in den Herrn und dich des Heiligen Israels rühmen. Du rühmst dich in Gott. Wer ist das, der sich rühmt? Das sind die Elenden und die Armen. Suchen Wasser und finden keins. Wollen nur einen kleinen Tropfen, aber finden nichts. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Und dann sagt, siehe, was ich jetzt mit dir mache. Der Gott sagt, ich, der Herr, will sie erhöhen. Nicht nur mit ein bisschen Wasser. Nein, ich werde sie nicht verlassen. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen. Also Gott segnet uns mit sehr viel. Und auf den kargen Höhen Quellen und Täler. Ich mache die Wüste zu Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Also er macht aus dem sehr Schlechten sehr Gutes. Und aus der sehr trockenen Erde macht daraus einen sehr großen Garten. Dieses trockene Erde wird er Wasser reinmachen. Und ich setze Zedern, Akazien, Myrren und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze. Und die ganzen Bäume من الفضائل المختلفة
Als sehr viele Tugenden und schöne Sachen kommen in dem Leben des Menschen, der nichts war und ohne Bedeutung war, damit alle miteinander es sehen und erkennen und sich zu Herrn nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. Also die Hand Gottes Israels macht aus einem Wurm einen Dreschwagen und macht aus demjenigen, der kein Wasser hat und sehr schlecht war, in einem sehr starken Mensch, und macht aus der Wüste einen Garten mit vielem Wasser. Die Gnade Gottes kann das machen und verändert uns. Die Hand Gottes macht das, und Gott erschafft das. Also nicht einfach nur gemacht hat, aber er hat es schön gemacht. Er verändert des Menschen. Er hat diese Veränderung sehr schön gemacht. Nicht einfach nur verändert, aber auch schön gemacht. Gott ermutigt uns, obwohl wir viele Schwachheiten haben und obwohl wir sehr vieles Böses in uns haben. Aber die Hand Gottes kann sehr viel in uns erschaffen. Und Gott möchte unser Dienst viel segnen und sehr viel schön machen. Also er arbeitet in mir, verändert mich und verändert meine Schwachheiten, Sünden, und arbeitet auch durch mich. Beides zusammen. Die Hand Gottes kann vieles erschaffen und schafft es auch schön. Falls jemand eine Frage hat, möge sich melden. Die Prüfung wird in Mitte März stattfinden, so will ich euch erinnern. Die Frage von heute: Wie kann ich zwischen den Sünden unterscheiden, wo ich daran Wohlgefallen finden kann, und an den Sünden, die ich verändern muss? Wie unterscheide ich zwischen Schwachheiten, die ich verändern muss, und Schwachheiten, die eine Sünde sind, die ich abgeben soll? Sag die Frage, ich werde es wiederholen. Es wird gerade eine Frage gestellt. Abuna wird das noch wiederholen. Es gibt zwei wichtige Sachen. Wie kann ich zwischen den Sünden oder den Schwachheiten unterscheiden, die Gott damit arbeiten kann, und zwischen den Schwachheiten, die eine Sünde sind? Der Heilige Geist zeigt mir, wo die Fehler sind, und zeigt mir, das ist ein Fehler und eine Sünde, an ich muss das verändern. Und ich muss auch
den Rat meines Beichtvaters nehmen, damit er das entscheiden kann. Weil wenn manchmal, oder es gibt Menschen, die sagen, ja, ich möchte jetzt gut werden oder ich möchte heilig werden, dann wird dem Menschen sehr viel auferlegt und das kann ihm zu dem Punkt führen, dass er nicht weitermachen kann und aufgibt. Es gibt eine Sage am 23. und 24. in dem Kloster gibt es eine Art Treffen für die Diener. Teresa hat طرح طيب لا 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 بس عشان نبقى عارفين العدد اللي رايح und die Anmeldung ist bei Teresa. فرصة تبقى كده يعني فحص للذات وطلب عمل ربنا فينا. في حد بيقول حاجة؟ كنا عايزين اتنين خدام يشتركوا مع بقية الكنايس لأن في مؤتمر هيتعمل للشباب في الدير في نص شهر يوليا. Es gibt ein Treffen, Jugendtreffen in Juli und wir brauchen zwei Jugendliche, die Zeit haben und Kraft haben, dieses Jugendtreffen zu organisieren. 13., 14., 15. Juli. Lass uns beten.